Herzlich willkommen an diesem Dienstag zur US-Vorbörse. Ja, in Amerika, da formiert sich jetzt wirklich ein Widerstand gegen den neuen Präsidenten Donald Trump, beziehungsweise gegen seine restriktive Einwanderungspolitik und die Dekrete, die er ja im Eilverfahren einfach an allen Stellen vorbei winkt und vorbei schießt. Und das drückt momentan ein wenig auch auf die Kurse. Aber bevor wir dann an die Wall Street gehen und schauen, was da momentan Stand der Dinge, schauen wir natürlich nach Frankfurt zu Viola Grebe. Was macht der DAX? Wie sieht es denn da vor der Entscheidung der Notenbank am morgigen Mittwoch aus? Ja, hallo aus Frankfurt. Es sah ja gestern nach Donald Trumps Äußerungen nicht so gut aus. Im DAX haben wir ordentlich abgegeben und heute sind wir dann erstmal so ein bisschen in den Erholungsmodus gegangen, konnten etwas zugewinnen. Allerdings, es ist eine wackelige Erholung, die wir heute sehen und sie ist auch nicht so wahnsinnig stark ausgeprägt. Also zwischenzeitlich hat der DAX dann auch wieder an Fahrt verloren. Jetzt am Nachmittag stehen wir wieder leicht im Plus. Die 11.700er Marke ist immer mal wieder umkämpft, also gerade mal so drüber oder so leicht darunter. Es ist, wie gesagt, trotzdem immer noch eine wackelige Stimmung. Wir haben heute Morgen, heute Vormittag auch noch Inflationsdaten für die Eurozone gesehen. Und die sind deutlicher angestiegen, als man das dachte. Interessant wird also, wie die EZB darauf auch reagieren könnte. Bislang hat man sich da offensichtlich an den Teuerungsraten noch nicht gestört und hat bisher noch keine Anstalten gemacht, von seiner Geldpolitik abzurücken. Aber diese Woche, du hast es angesprochen, schauen wir natürlich vor allem auf die andere große Notenbank, auf die Fed und auch davor eher ein wenig Zurückhaltung. Wer heute besonders gefragt war, das waren die Deutsche Bank und die Deutsche Börse. Jeweils nach positiven Analystenkommentaren. Auch VW konnte zwischenzeitlich punkten. Nicht so wirklich gefragt waren zum Teil Henkel oder auch eine BMW. Also lustiger Branchenmix, den wir heute hier sehen, an diesem so leicht erholten Tag, bisher zumindest im DAX. Ja, herzlichen Dank nach Frankfurt. Und da sehen Sie, ich hatte vorhin irrtümlich EZB gesagt. Aber die Kollegin hat es ja korrigiert. So, jetzt kommen wir auf den Punkt, der uns natürlich heute am meisten interessieren wird. Das ist nach Handelsende, wenn Apple seine letzten bzw. die aktuellen Quartalszahlen benennen wird, wenn die Bücher geöffnet werden und wenn sich letztendlich zeigt, konnte der Konzern vom Desaster bei Samsung mit den explodierenden Akkus, konnte der Konzern weiterhin profitieren, vielleicht sogar den Marktanteil ausbauen. Wie sind die anderen Player in dieser Gemengelage weggekommen und wie sieht es vor allen Dingen für die kommenden Quartale aus? Momentan hat man so ein bisschen den Eindruck, dass die Anleger doch schon wieder auch über den Tellerrand hinausblicken wollen ein paar Ergebnisse sehen oder ein paar Einschätzungen hören, wie die nächsten 3 Monate, vielleicht sogar die nächsten 9 Monate, 10 Monate noch im laufenden Jahr laufen könnten. Und also jede Menge Möglichkeiten letztendlich, um hier natürlich Boden gut zu machen und dann vielleicht auch dem Kurs noch so ein bisschen Antrieb zu geben. Auf der anderen Seite natürlich auch die Gefahr, dass wenn das nicht riesig toll wird, wir kennen ja die Kursverläufe der vergangenen Woche, dass es hier vielleicht erstmal nach unten geht. Und jetzt sehen Sie, jetzt habe ich tatsächlich meinen Zeigestock vergessen, aber das ist ja kein Problem, den kann man ja ebenfalls noch nachjustieren. Also jetzt sind wir wieder dabei. Dann sehen wir, am Mittwoch haben wir Facebook schon angesprochen, am Donnerstag haben wir Amazon kommen. Es sind natürlich jede Menge andere Unternehmen, die auch noch ebenfalls von sich reden machen werden mit den Quartalszahlen. Aber zu denen kommen wir dann en Detail. Die sind die wichtigen, die haben wir jetzt erstmal genannt. Beim Dow Jones weiterhin der Kampf um die 20.000er-Marke. Jetzt sind wir knapp drunter. Das ist nicht der Rede wert. Das sind 0,45%, die da fehlen. Also es geht jetzt darum, sich etwas deutlicher absetzen zu können oder dann eben, sollte es nach unten gehen, dann vielleicht wieder diesem langfristigen Trend anzunähern, damit all jene, die vielleicht noch gar nicht dabei sind, jetzt auch mal irgendwann eine Möglichkeit finden, tatsächlich noch in den Markt einzusteigen. Und ein Unternehmen, das bereits heute vor Börsenbeginn von sich reden gemacht hat und für Schlagzeilen gesorgt hat, ist Under Armour, der Spezialist für Sportmode. Und Sie sehen, es geht 25% nach unten. Das Unternehmen hat dabei noch nicht einmal so sehr die mit den Zahlen negativ überrascht. Der Gewinn je Aktie lag bei 23 Cent, da wurden 25 Cent erwartet. Der Umsatz 1,3 Milliarden statt 1,4 Milliarden. Aber das Unternehmen hat bekannt gegeben, dass sich der Vorstandschef letztendlich verabschieden wird. Und jetzt mutmaßen natürlich viele, dass es mit diesen schwächeren Quartalszahlen nicht getan ist, sondern dass es vielleicht strukturelle Probleme im Unternehmen geben könnte oder was auch immer.
da noch Negatives hinterherkommt. Auch in Deutschland war die Reaktion zu spüren, nämlich bei Adidas. Da ging es nach der Meldung urplötzlich um etwa 1,5% nach unten, binnen ganz kurzer Zeit. Das hat sich mittlerweile wieder stabilisieren können. Vielleicht war auch hier die Befürchtung, dass es eher ein Branchenthema ist, was Under Armour unter Druck bringt und dass Adidas vielleicht selbst gelitten haben könnte. Auf der anderen Seite jetzt vielleicht auch, dass Adidas eher von der Schwäche des Konkurrenten profitiert hat. Aber das ist natürlich ein ganz satter Abstieg gewesen, sollte man momentan auf jeden Fall die Finger davon lassen. Wir werden uns morgen dann wieder um das Unternehmen kümmern. Mastercard hingegen hat so in etwa im Rahmen der Erwartungen gelegen. Beim Gewinn je Aktie 1 Cent besser als erwartet, beim Umsatz tatsächlich 30 Millionen schlechter als erwartet. Und bei nun ja 2,76 Milliarden Dollar ist das rund 1%, die man es hier verpasst hat. Nichtsdestotrotz, die Aktie, das sehen Sie hier, okay, Sie sehen das nicht, doch, Sie sehen es. Der Kurs ist unter diese kleine Unterstützung durchgefallen, also es könnte jetzt zu einer kleineren Korrektur kommen, die dann vielleicht sogar in den Bereich 96 und darunter führt. All das wäre natürlich kein Problem. Schauen Sie sich den Kursverlauf an. Seit Juli vergangenen Jahres, da ist es ja zeitweise in der Spitze bis um 30% nach oben gegangen. Also keine so große Angelegenheit, kann man vielleicht auch hier eher dann zum gegebenen Zeitpunkt zum Einstieg nutzen. Apple haben wir nochmal dabei, das hatte ich gerade schon angesprochen, brauchen wir nicht weiter sagen. Es gibt genügend Analysten, die momentan glauben, oder Timing-Experten am Markt, die glauben, dass mit den Zahlen auch bei Apple erstmal die Luft raus ist und die Aktie dann korrigiert. Kommen wir zu Twitter, die hatten wir schon länger mal nicht dabei. Was da momentan interessant ist, die Shortquote, die verringert sich. Das heißt, der Teil der Aktien, der frei verfügbaren Aktien, die momentan leer gehandelt werden, die nimmt offensichtlich ab. Offensichtlich sind viele Bären ja doch ein bisschen genervt, dass sich hier keine Bewegung zeigt, obwohl die Aktie immer mal wieder mit dem langfristigen Trend kämpfen musste, aber dass sie nicht weiter fällt. Und jetzt wurden offensichtlich dann Positionen eingedeckt, ohne allerdings dann jetzt auch frische Impulse nach oben zu bringen. Also wir sind gestern 2,3% etwa fester gewesen. Vielleicht bietet sich hier kurzfristig mal so ein kleiner Zock nach oben an, wenn der Druck auf die untere Seite dann nachlässt. Aber das muss man jetzt sicherlich in den nächsten Tagen noch verfolgen, zumal ja auch Twitter dann irgendwann mit seinen Quartalszahlen an die Öffentlichkeit geht. Und wenn man die letzten als Maßstab nimmt, dann weiß das erstmal nichts Gutes. Nichtsdestotrotz, der erste Druck ist weg, also kann man auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen wieder auf die Watchlist setzen. Und bei Fitbit, die sollte man wohl offensichtlich dann abschreiben. Ein verheerend schwaches viertes Quartal, viel schwächer als auch ich das angenommen hatte. Das Problem mit den Fitnessarmbändern scheint zu sein, wenn ich erstmal eins habe, dann brauche ich kein zweites mehr. Und so sehen das die meisten Kunden. Und das hat dem Unternehmen so richtig mal die Bilanz verhagelt und dazu geführt, dass es ja gestern 17% nach unten ging für den Titel und ein Ende, das Ende ist natürlich rein rechnerisch bei 5,74 dann erreicht, aber ein Ende im relativen Sinn scheint jetzt erstmal nicht absehbar zu sein, zumal der Konzern jetzt auf das Thema Smartwatches anspringen will. Man will umbauen, das kostet natürlich wieder Geld. Jetzt muss auch erstmal ein bisschen Personal abgebaut werden, etwa 6% der Belegschaft müssen gehen. Das bedeutet erstmal Kosten für Abfindungen, wie gesagt, dann Kosten für neue Produkte, für neue Erfindungen, damit das Unternehmen in diesem Wettbewerb auch bestehen kann. Und das ist sicherlich nicht einfach gegen Samsung und jetzt beispielsweise gegen Apple, die ja auch mit harten Bandagen kämpfen. Also das sieht momentan wirklich zappelduster aus. Man kann die Aktie mal so an die Seite legen und immer mal wieder beobachten. Aber direkt besteht jetzt kein Handlungsbedarf, also nicht akut jedenfalls. So, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, hoffe, dass wir uns morgen dann wiedersehen. Bis dahin, tschüss.